Paris ist die Geschichte eines verschollenen Reichs. Mitten in Deutschland. Jahrtausende lag es im Dunkeln. Doch mit jeder neuen Entdeckung gewinnt es mehr an Gestalt. Eine geheimnisvolle Scheibe führt Forschende auf die Spur. Kultanlagen kommen zum Vorschein. Und Grabmäler von Fürsten. Grundlage ihrer Herrschaft ist die Bronze. Sie wird zum Motor von Mobilität und Fortschritt. Doch sie bringt auch Ungleichheit in die Welt und eine neue Dimension der Gewalt. Und all das geschieht direkt vor unserer Haustür. Vor knapp 4000 Jahren. Die Entdeckung der Bronze hat das Leben der Menschen genauso radikal umgewälzt wie die Erfindung der Dampfkraft oder das Zeitalter der Digitalisierung. Deshalb wurde auch eine ganze Epoche danach benannt. Die Bronzezeit. In Mitteleuropa beginnt sie ungefähr um 2200 vor Christus und folgt auf die Steinzeit. Sie dauert weit über 1000 Jahre. Dann wird die Bronze vom Eisen abgelöst und ein neues Zeitalter bricht an. Was war eigentlich so besonders an diesem Stoff, der damals ganz Europa revolutionierte? Naja, zunächst einmal war es seine Herstellung. Dahinter stand eine Technik, die nur Eingeweihte kannten und die den Menschen wie Magie vorkam. Denn Bronze kommt in der Natur nicht als Erz vor, sondern ist eine Legierung aus Kupfer und aus Zinn. Bronze entsteht, wenn man Kupfer auf über 1000 Grad erhitzt und dann etwas Zinn dazu gibt. Sie lässt sich in fast jede Form gießen und ist härter als alle Metalle, die man vor der Bronzezeit kannte. Ich will herausfinden, wie die Entdeckung der Bronze das Leben der Menschen verändert hat. Deshalb begleite ich Wissenschaftler in Deutschland, die gerade dabei sind, die untergegangene Welt der Bronzezeit wieder ans Licht zu bringen. Den Auftakt zu dieser spannenden Entdeckungsgeschichte bildet ein veritabler Krimi. Im Sommer 1999 durchkämmen Raubgräber in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt ein Waldgelände. Nur wenige Zentimeter unter der Erde stoßen sie auf eine pizzagroße, verkrustete Platte aus Bronze. Noch wissen sie nicht, dass sie einen der wichtigsten archäologischen Funde der Menschheit in den Händen halten. Die Himmelsscheibe von Nebra. Über Hela gelangte sie in den illegalen Antiquitätenhandel, konnte aber zum Glück von der Polizei in der Schweiz sichergestellt werden. Inzwischen ist sie eines der bestuntersuchten Objekte unserer Geschichte. Forschende haben herausgefunden, dass die Himmelsscheibe rund 4000 Jahre alt ist. Sie gilt als die weltweit älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle wird die Bronzescheibe hinter Panzerglas gehütet. Ihr Versicherungswert wird auf 100 Millionen Euro geschätzt. Museumsdirektor Harald Meller hat bei der Rettung des Jahrhundertfunds mitgewirkt. Seit mehr als 20 Jahren ist er dabei, den Code der Himmelsscheibe zu knacken. Da schauen wir durch ein Schlüsselloch in die Vergangenheit des Menschen und wir sehen seine Gedanken, seine Ideen, seine Vorstellungen, sein Weltbild. Das ist eines der ersten Weltbilder, die wir von Menschen haben. Und da sehen wir, er ist uns ganz nahe, er ist ganz modern. Doch was stellt die Scheibe genau dar? Archäologen interpretieren sie als einen verschlüsselten Kalender. Die sieben Punkte stellen die Plejaden dar, eine markante Sternengruppe. Wenn sie am Abendhimmel das letzte Mal neben dem Sichelmond erscheinen, beginnt der Frühling und es ist Zeit für die Aussaat. Tauchen sie später im Jahr am Morgenhimmel neben dem Vollmond wieder auf, ist es Herbst und Zeit für die Ernte. Jetzt kann man sagen, Bronzezeit ist lang her, aber Sie sagen, damit hat die Moderne begonnen. Warum denn? Bis zur Bronzezeit, über Jahrtausende, hat man unikate Steinbeile, die es nur einmal gibt. Und plötzlich hat man den Guss und kann das Identische gießen, und zwar tausendfach. Man hat damit praktisch eine Art Geld. Und
Dort entstehen Hierarchien, dort entsteht Arm und Reich. Hier entsteht sozusagen die moderne Welt. Das ist natürlich von enormer Bedeutung für uns heute, weil wir wissen, wo der Ausgangspunkt ist, und der ist zur Zeit der Himmelsscheibe. Aber was versetzte die Viehzüchter und Ackerbauern, die vor 4000 Jahren in Mitteldeutschland lebten, in die Lage, etwas so Komplexes wie die Himmelsscheibe zu erschaffen? Stammen die astronomischen Kenntnisse, die auf der Scheibe festgehalten sind, vielleicht woanders her? Ein mögliches Szenario, das Forscher entworfen haben? Ein junger Mann bricht zu einer Reise auf. Es ist damals vermutlich Brauch, dass Söhne von Stammesfürsten in ihrer Jugend in die Fremde geschickt werden. Die jungen Männer sollen alte Bündnisse erneuern, neue Handelskontakte knüpfen und damit die Macht der Sippe stärken. Oft genug ein Abschied für immer. Was den jungen Fürsten auch bewegt haben mag, Wissensdurst oder Abenteuerlust, er wird weiterreisen als alle, die sich vor ihm auf den Weg gemacht haben. Er überwindet die Pässe der Alpen und überquert das Mittelmeer in Richtung Osten. Sein Ziel nach einer monatelangen, abenteuerlichen Reise: das legendäre Babylon im heutigen Irak. Die Metropole bietet einen überwältigenden Eindruck für jeden Besucher aus der Ferne. Der Geruch von exotischen Gewürzen, das Stimmengewirr vieler Sprachen. In der frühen Bronzezeit leben hier bereits tausende Menschen. Sie nutzen geheimnisvolle Schriftzeichen, sind geniale Baumeister und wissbegierige Forscher. Auf den gestuften Tempeltürmen, den Zikkurats, beobachten Astronomen jede Nacht die Sterne, entschlüsseln die Gesetzmäßigkeiten ihres Laufs und entwickeln erste Kalender. Auch die Himmelsscheibe von Nebra stellt komplexe Konstellationen am Nachthimmel dar. Ein einzigartiges Fenster in eine bisher unterschätzte Kultur, die weder Schriftzeugnisse noch große Steinbauten hinterlassen hat. Doch auch in Mitteldeutschland haben Menschen vor rund 4000 Jahren Monumentales geschaffen. In Pömmelte in der Magdeburger Börde entdeckten Archäologen Spuren einer ringförmigen Anlage, die detailgetreu rekonstruiert wurde. Das Heiligtum bestand aus 7 konzentrischen Ringen aus Gräben, Erdwällen und Pfostenkränzen und ist vor 4300 Jahren errichtet worden. Fast zur gleichen Zeit wie das berühmte Stonehenge in England. Wie der monumentale Steinkreis wurde auch Pömmelte viele Jahrhunderte lang genutzt. Beeindruckend. Die Magie des Ortes ist auch heute noch zu spüren. Stonehenge kennt jeder. Aber Pömmelte? Dabei entsprechen Aufbau, Größe und Alter verblüffend genau der weltberühmten Anlage auf der britischen Insel. Einziger Unterschied: statt tonnenschwerer Steine wurden hier Eichenstämme verbaut. Aber auch die mussten kilometerweit transportiert werden. Sie kamen vermutlich aus dem Harz. Besonders auffällig sind die beiden Eingänge. Ähnlich wie in Stonehenge haben sie astronomische Bezüge, denn mit Hilfe der Tore wurde der Lauf der Sonne beobachtet. Sie sind auf den Sonnenstand zu besonderen Daten im Jahreslauf ausgerichtet. Wenn man in der Mitte der Anlage steht, auf der Sichtachse, die durch die beiden Tore verläuft, sieht man an 4 Tagen im Jahr die Sonne auf- bzw. untergehen. Und zwar genau in der Mitte von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wie eine riesige Sonnenuhr markierte das Heiligtum die Termine für besondere Feste, die Mittvierteljahresfeste. Wir feiern sie noch heute, zum Beispiel an Allerheiligen oder beim Tanz in den Mai. Am äußeren Rand der Anlage befinden sich mehrere Gruben, jede etwa 3 Meter tief. In ihnen wurden Tonscherben, Waffen, aber auch menschliche Skelette deponiert. In immer gleicher Reihenfolge. Ein Hinweis auf Kulthandlungen.
Archäologen konnten die Skelette von 7 Frauen und Kindern identifizieren. Sie stammten nicht von außerhalb, sondern waren Mitglieder der hier ansässigen Kultur. Die Schädel und Knochen zeigen Spuren von brutaler Gewalt. War Pömmelte Schauplatz grausiger Rituale? Das möchte ich von Jörg Orschied wissen, der die Knochen und Schädel untersucht hat. Ja, wir sehen hier an den Schädeln vor allen Dingen Verletzungsspuren. Also bei dem Kind zum Beispiel hier so eine sehr deutliche Lochfraktur. Bei der erwachsenen Frau hier ist es ein bisschen diskreter. Also wir sehen hier so ein Loch, das von außen her könnte das auch eine Beschädigung sein durch die Bodenlagerung. Aber wenn man das umdreht, dann sieht man hier auf der Innenseite so Absplitterungen, die eben ganz typisch sind. Diese Person ist mit stumpfer Gewalt ums Leben gekommen. Wurden die Toten Opfer eines Überfalls und anschließend im Heiligtum bestattet? Oder wurden sie rituell getötet, um die Götter gnädig zu stimmen? Für Forschende durchaus eine mögliche Theorie, denn Menschenopfer sind eine gängige Praxis in vielen alten Kulturen. Unsere Vorfahren bilden in dieser Hinsicht wohl keine Ausnahme. Aber woher stammen die ehemaligen Bewohner von Pömmelte? Nach allem, was man weiß, ließen sich 2 Einwanderergruppen aus den osteuropäischen Steppengebieten zwischen 2800 und 2500 vor Christus in der fruchtbaren Region zwischen Harz und Elbe nieder. Hier fanden sie ideale Bedingungen für den Ackerbau. Nach etwa 300 Jahren verschmolzen beide Gruppen zu einer neuen Kultur. Zu der Kultur, die die Himmelsscheibe erschaffen hat. Ihre Herrscher lassen sich unter mächtigen Grabhügeln bestatten, wie hier bei Leubingen, etwa 100 Kilometer vom Heiligtum entfernt. Eine Landmarke in der flachen Landschaft, mehr als 8 Meter hoch und 34 Meter im Durchmesser. Archäologen entdeckten bereits vor 100 Jahren unter vielen Tonnen Erde und Stein einen Mann, der in einer hölzernen Kammer bestattet war. Üblicherweise wurden die Toten damals in einfache Erdgruben belegt. Dieser Mann aber wird mit großem Pomp bestattet, wie die Funde belegen. Dem Fürsten von Leubingen wurden nicht nur Tongefäße mit Nahrungsmitteln für das Jenseits mitgegeben, sondern auch exquisite Waffen aus Bronze und Goldobjekte. Ein Beweis dafür, dass sich mit dem Beginn der Bronzezeit Einzelne als Herrscher über eine größere Gemeinschaft erheben. Das Museum in Halle bewahrt diese Luxusprodukte aus dem Grab. Waffen, wertvoller Schmuck, alles das hat man im Grab gefunden, im Grab des Fürsten. Was sagt uns das über diesen Mann? Ja, das sagt uns sehr viel über diesen Mann, nicht? Er hat hier einen ganz massiven, schweren Armring. Der ist nicht hohl, sondern der ist massiv. Er hat diese Waffe, diesen Stabdolch, mit dem man tatsächlich sehr gefährlich kämpfen konnte. Und das zeigt, er hat die Macht, aber er symbolisiert es auch durch den goldenen Armring. Also die Entwicklung der klassischen Machtsymbole, die haben wir in diesem Grab. Man hat aber nicht nur Waffen gefunden oder Schmuck, ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, steht für Prunk, sondern auch Werkzeug. Man hat hier einen Amberstein gefunden und hier hat man einen Meißel gefunden, mit dem man genau solche Goldartefakte bearbeiten konnte. Das heißt, man kontrolliert das Metall Gold, man kann aber auch Bronze bearbeiten, man kontrolliert das neue Metall. Das heißt, man hat die Kontrolle über die Schätze und deren Bearbeitung. Das Rezept für die Legierung aus Kupfer und Zinn wurde ursprünglich in Vorderasien oder noch weiter im Osten entwickelt. In der Epoche des Fürsten von Leubingen wird die neue Technik auch in Mitteldeutschland in größerem Stil angewendet. Aus Bronze ließen sich erstmals Gegenstände seriell herstellen. Von bisher nie dagewesener Härte. Sie übten eine große Faszination auf die damaligen Menschen aus. Metallurgische Untersuchungen der Himmelsscheibe zeigen, dass ihre Bestandteile aus unterschiedlichen Regionen Europas stammen. So ist sie auch der Beweis für die erstaunlich vernetzte Welt unserer Vorfahren. Das Zinn ihrer Bronze
und das Gold der Himmelsobjekte stammen aus Cornwall in England. Das Kupfer der Himmelsscheibe wurde in den Ostalpen abgebaut. In den Revieren am Mitterberg entstehen zur Bronzezeit regelrechte Großbergwerke. In einem der noch zugänglichen Stollen habe ich eine Verabredung. In 200 Metern Tiefe. Das ist echt beeindruckend, wie schnell man hier im Berg verschwindet. Schon vor 4000 Jahren haben Menschen hier Kupfererz abgebaut. Zurück blieb ein Labyrinth aus Stollen, Kammern und Schächten, das man noch heute betreten kann. Hier erwartet mich der Montanarchäologe Thomas Stöllner. Ja, Glück auf, Mirko. Willkommen im Arthur-Stollen. Danke. Ja, lass uns die Fundstelle anschauen. Ja, gern. Der Montanarchäologe hat gemeinsam mit Bergleuten rund 3800 Jahre alte Stollen freigelegt. Also ziemlich genau aus der Zeit der Himmelsscheibe. Wir sind hier jetzt 200 Meter unter Tage. Ja, wir sind 200 Meter. Das ist jetzt wirklich ein ganz fantastischer Ort, wo man die Gewinnungsarbeit der Bronzezeit sehr schön studieren kann. Wenn du hier schaust, dann siehst du hier einen Förderraum, der im Fürstenbau entstanden ist. Stell dir vor, sie arbeiten an einer Stelle waagrecht herüber und dann immer wieder mit Absätzen schräg hinunter, um die Tiefe zu gewinnen. Und dann kannst du von unten her das Erz, was dazwischen ist, abbauen. Und da gehört vieles dazu. Belüftung, Förderung, Wegtransportieren, Geräte, die da helfen, aber im Wesentlichen ist der Mensch die Maschine. Aber wir können gern weitergehen, ich zeige dir noch andere Stellen. Über Leitern und enge Gänge geht es immer tiefer in den Berg hinein. Noch heute kann man die Holzverzimmerung sehen, mit der die Stollen der Bronzezeit abgesichert wurden. Die Bergleute haben ja den Berg damals durchlöchert wie so ein Schweizer Käse, haben sich aber irgendwann wieder getroffen. Wie haben die das denn gemacht damals? Ja, das ist hier Hightech in der Bronzezeit, was wir hier sehen. An der Stelle haben sie einen Bewetterungs- oder einen Belüftungsbau gemacht. Und den haben sie von zwei Teilen des Bergwerkes zusammengeführt. Du musst dir vorstellen, da haben sie wahrscheinlich einen Ingenieur gehabt, der ist hierher gekommen, der hat vermessen können, der hat frühe Vermessungstechnik beherrscht. Und so haben sie sich tatsächlich an dieser Stelle hier punktgenau getroffen. Die sind aufeinander zu, zum Schluss haben sie noch die Höhe korrigiert und dann zack, auf ein enges Loch zusammen. Dass sie das geschafft haben, ist für uns heute noch unbeschreiblich und ist natürlich eine Glanzleistung auch früher Vermessungstechnik. Durch den Handel mit Kupfer, Zinn, aber auch Salz und Bernstein entsteht ein großer Wirtschaftsraum. Eine Art EU der Bronzezeit. Die Fürsten in Mitteldeutschland kontrollieren die Warenströme. Denn in ihrem Gebiet treffen alle Routen zusammen. Die Welt der frühen Bronzezeit war weiterentwickelt als lange vermutet. Händler mit kostbaren Metallen und Tauschwaren im Gepäck ziehen schon damals über den ganzen Kontinent. Vermutlich läuft der Handel über viele Zwischenstationen. Mittendrin, wie die Spinne im Netz, sitzen die Fürsten von Nebra. Und das macht sie immer reicher und mächtiger. Wie mächtig und reich, das zeigt eine Entdeckung bei Dieskau in der Nähe von Halle. Die Reste eines Grabhügels aus der Zeit der Himmelsscheibe. Um die Abdrücke der Grabkammer genauer untersuchen zu können, werden sie als ganzer Block geborgen und in das Landesmuseum Halle überführt. In dem Grabhügel waren riesige Mahlsteine verbaut. Einige Fragmente sind fast 200 Kilo schwer. Es brauchte mehrere Männer, um sie zu bewegen. Damit konnten täglich 2 Tonnen Getreide gemahlen werden. Das reichte zur Versorgung einer großen Zahl von Menschen an einem Ort. Eine Voraussetzung, um umfangreiche Gemeinschaftsprojekte zu bewältigen. Der Bau war in vielerlei Hinsicht eine Meisterleistung.
planerisch, aber auch organisatorisch muss man sagen. Was steckt da alles dahinter? Wie ist das abgelaufen? Ja, wir gehen davon aus, dass etwa 250 Menschen daran beteiligt waren, diesen riesigen Hügel zu machen, der das ganze Museum bedecken würde. Also das war schon wirklich eine Meisterleistung. Aber die war natürlich organisiert durch eine Hierarchie, die ganz steil war. Oben stand jemand an der Spitze, den man als eine Art König bezeichnen könnte. Dann gab es ein Militär, das die Herrschaft sozusagen sicherte. Und dann sicherlich ganz, ganz viele Arbeiter, die dieses gewaltige Mahnmal bauten, aber für einen einzigen, nicht als Memoria. Und das ist etwas Besonderes. Bestattet wurde der Herrscher in einer zeltförmigen Kammer aus Eichenholz. Sie hat für die damalige Zeit riesige Ausmaße. Über die hölzerne Grabkammer packten die bronzezeitlichen Baumeister eine dicke Lage aus schweren Steinblöcken, die sie aus 30 Kilometern Entfernung heranschafften. Vermutlich mit mehreren Ochsenkarren. Darüber wurden noch einmal rund 20.000 Kubikmeter Muttererde aufgetürmt. Mit einer Höhe von 13 und einem Durchmesser von 65 Metern war der Hügel die größte bekannte Grabanlage der europäischen Bronzezeit. Spuren im Boden lassen vermuten, dass das Monument mit Kalk geweißt worden war. Als weithin sichtbares Zeichen für die Macht und Größe des Herrschers. So viel Aufwand für eine einzige Person, war das sozusagen der Herrscher der Himmelsscheibe? Absolut. Man kann davon sprechen, dass der herausragend war, denn er hatte goldene Waffen. So etwas haben nur Pharaonen, so etwas haben die Herrscher im Vorderen Orient. Das ist etwas völlig Neues in Mitteleuropa und zeigt einen absoluten Herrschaftsanspruch. Also das ist schon eine sehr elaborierte Geschichte, die aber zum ersten Mal in Mitteleuropa auftaucht in dieser Form und in dieser strikten Hierarchie und die dann für viele Jahrhunderte bestimmend wird. In Schulbüchern liest man davon fast gar nichts. Warum? In Schulbüchern weiß man davon nichts, weil wir das Ganze erst in den letzten Jahren erforscht haben. Das Reich von Nebra war fast so groß wie das heutige Sachsen-Anhalt. Es existierte mehrere hundert Jahre lang. Es muss eine friedliche Zeit gewesen sein. Denn es gibt keine Spuren von Wehranlagen oder gar niedergebrannten Dörfern. Allerdings wurden Waffen in großer Zahl gefunden. Der Brauch, Männer mit ihren Waffen zu bestatten, ist aus der Bronzezeit bekannt. Doch im Umfeld der Himmelsscheibe tauchen Waffen meistens in anderen Fundzusammenhängen auf. Als sogenannte Hort- oder Depotfunde. Auch sie sind aus der Archäologie bekannt. Aber zu welchem Zweck wurden die Waffen im bronzezeitlichen Mitteldeutschland versteckt und vor allem in so großen Stückzahlen, wie sie in den letzten Jahren zum Vorschein kamen? Dutzende seriell gefertigte Bronzebeile in einem einzigen Fundkomplex. Für Harald Meller ein Hinweis auf die Ausrüstung einer Armee. Offenbar hat der Herrscher die wertvollen Waffen an einem sicheren Ort deponiert, um sie im Konfliktfall schnell an seine Krieger verteilen zu können. Ihre Anzahl scheint System zu haben. Die kleinste Einheit besteht aus 15 Kupferbeilen bzw. Beilträgern. Dazu kommen Funde von jeweils 30, 60 und 120 Beilen. Ein möglicher Hinweis auf ein militärisches Ordnungssystem, wie es bisher erst aus der Antike bekannt ist. Die Beilträger wurden von Offizieren angeführt, deren Rang an Stabdolchen und Doppeläxten abzulesen war. Die Existenz organisierter Armeen in der frühen Bronzezeit. Das war für Forscher und Forscherinnen noch bis vor kurzem undenkbar. Doch immer mehr Funde sprechen dafür, dass es bereits damals größere bewaffnete Verbände gab. Und damit bekommt Gewalt eine neue Dimension. Für die jüngere Bronzezeit belegen das die Funde auf dem ältesten bekannten Schlachtfeld Europas. Es wurde im Tollensetal bei Neubrandenburg entdeckt und ist rund 350 Jahre jünger als die Himmelsscheibe. Unter dicken Torfschichten liegen die Überreste von zahllosen Toten. Ihre Schädel und Knochen zeigen Spuren brutaler Gewalt. Bisher wurden 12.000 Knochen geborgen. Sie können etwa 150 Individuen zugeordnet werden. Aber vermutlich war die Opferzahl noch viel größer.
Auch Pfeilspitzen und andere Bronzewaffen tauchten in diesem Abschnitt des Tals auf. Wer hat hier gegen wen gekämpft? Und worum ging es dabei? Herr Jansen, seit 15 Jahren schon forschen Sie im Tollensetal, haben jede Menge gefunden. Was können Sie denn anhand der Toten über diese Menschen sagen? Wir haben Einheimische dabei und wir haben Menschen dabei, die aus vielen Teilen Europas gekommen sein können. Es ist also eine bunt zusammengesetzte Gruppe. Man hat an den Oberschenkeln ganz typische Belastungsmarker und die zeigen uns klar, dass diese Menschen eben mit großen Lasten unterwegs gewesen sind, dass sie viel gehoben haben und auch viel getragen haben. Und das führt nun zu der Überlegung, dass wir es eventuell mit einer Art Handelskarawane zu tun haben, die dieses Tal dort auch durchquert hat und in dem Moment angegriffen wurde, möglicherweise aus einem Hinterhalt. Wie die Kämpfe im Detail abliefen, lässt sich mit Hilfe der Paläomechanik, einer neuen Forschungsmethode, entschlüsseln. Mit der zerstörungsfreien Untersuchung können Verletzungen dreidimensional dargestellt und mit bekannten Verletzungsmustern verglichen werden. So lässt sich herausfinden, aus welcher Distanz oder mit welcher Waffe gekämpft wurde. Wir haben also zunächst eine Phase, in der mit Pfeil und Bogen gekämpft wird, beziehungsweise diese Menschengruppe wird massiv mit Pfeil und Bogen angegriffen. Und schließlich, das ist dann offensichtlich das Ende des Kampfes, gibt es einen Nahkampf, in dem diese Menschen mit Holzkeulen aufeinander einschlagen. Und die Folgen sieht man hier, das ist eben eine ganz massive Impressionsfraktur im Bereich der Stirn. Dieser junge Mann ist 20 bis 25 Jahre alt geworden. Aber er hat das offensichtlich nicht überlebt. Man dachte ja bis vor kurzem, die Bronzezeit wäre eine friedliche Zeit gewesen. Aber das kann man so nicht mehr stehen lassen, oder? Ja, also die Entdeckung dieses Gewaltkonfliktes im Tollensetal hat das Bild der Bronzezeit schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Das ist im Grunde ein neues Kapitel, was wir da aufgeschlagen haben, was man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also das war wirklich ein Schlüsselfund, der das Bild der Bronzezeit verändert hat. Auch im 300 Kilometer entfernten Pömmelte gelang 2018 ein weiterer Sensationsfund. Neben dem Ringheiligtum tauchten Spuren einer Siedlung aus dem Reich von Nebra auf. Gruben mit Tongefäßen, Bestattungen und vor allem die Löcher, die die Pfosten bronzezeitlicher Bauten im Boden hinterlassen haben. Die Archäologin Franziska Knoll und Grabungsleiter Matthias Zirm haben neben dem Ringheiligtum bereits mehr als 70 Häuser aus der frühen Bronzezeit freigelegt. Und immer noch werden weitere Gebäudegrundrisse auf dem fast 30.000 Quadratmeter großen Grabungsgelände entdeckt. Die beiden erzählen mir, was uns Häuslebauer von heute mit den Menschen damals verbindet. Was ich hier so spannend finde, und ich finde, sieht man auch sehr gut auf eurem Plan, ist, die Häuser, die sehen alle ziemlich gleich aus. Waren das alles Geometriefreaks damals, oder wie kommt das? Also es ist tatsächlich genormte Bauweise und das ist auch das erste Mal, dass wir das in der Form so fassen. Und es sind alles Langhäuser, die sind aber nicht alle gleich lang. Also wir haben schon Unterschiede, wir hatten 32, 33 Meter. Ja. Genau, also noch deutlich größer, aber alles gleich. Eingang an der gleichen Stelle, Firstpfostenreihe. Wir haben den westlichen Wandabschluss mit abgeschrägten Enden, die sehen alle gleich aus. Also wie so eine Reihenhaussiedlung ist es so ein bisschen. Tatsächlich, also neben uns fängt schon das nächste Haus an und auch auf der Seite läuft die nächste Außenwand. Wir haben tatsächlich eine Reihenhaussiedlung der frühen Bronzezeit und offensichtlich waren die Deutschen damals schon die Normfreaks. Anhand der Pfostenlöcher im Boden lässt sich ein typisches Langhaus aus der Bronzezeit rekonstruieren. Es war 15 bis 30 Meter lang und etwa 7 Meter breit. Deutlich größer als ein durchschnittliches Einfamilienhaus heute. Und das hat auch einen Grund. Denn mindestens 10 Menschen haben in so einem Langhaus gelebt. Es bot genug Platz zum Wohnen und Arbeiten. Es beherbergte einen Speicherraum für Vorräte und diente teilweise auch als Stall. Eine Rekonstruktion auf der Grundlage der Grabungsergebnisse macht das Ausmaß der Siedlung von Pömmelte sichtbar. Mit geschätzt fast 1000 Bewohnern gilt sie als eine Metropole der frühen Bronzezeit. Die größte Mitteleuropas.
Das Gebiet von Deutschland ist damals dünn besiedelt. Im Durchschnitt leben nur etwa 5 Menschen auf einem Quadratkilometer. Im Vergleich zu 230 heutzutage. Sie wohnen in kleinen Gehöften, auf Lichtungen oder an Flüssen. Eine Großfamilie rückt unter dem Dach des Langhauses zusammen. Kinder, Eltern, Onkel, Tanten sowie die Großeltern. Im Winter muss der Platz auch mit den Haustieren geteilt werden. Fleischgerichte sind ein seltener Luxus. Stattdessen kommt täglich Getreidebrei auf den Tisch. Verfeinert mit getrockneten Pilzen und Kräutern. Am Bodensee in Unteruldingen, in der Nähe von Konstanz, lebten die Menschen in Dörfern auf Stelzen. Direkt über dem Wasser. Entdeckt wurden die Spuren der Siedlung vor mehr als 150 Jahren. Während einer Trockenperiode sank der Pegel des Sees. Und zum Vorschein kam, was immer noch aus dem Schlick ragt. Die Überreste von aberhunderten Pfählen. Sie sind heute Weltkulturerbe. Ich erkunde die Pfahlbausiedlung vom Wasser aus. Archäologen haben sie maßstabsgetreu rekonstruiert. Unsere Vorfahren siedelten hier von der späten Steinzeit bis in die Bronzezeit. Ein Haus am See. In bester Lage. Also ich kann schon ganz gut verstehen, warum die Menschen damals hier gebaut haben. Vor allen Dingen hatte man Fisch ohne Ende direkt vor der Haustür. Und vor Feinden war man auch noch ganz gut geschützt auf dem Wasser. Und verkehrstechnisch war das sehr günstig. Denn man konnte einfach von Ort zu Ort fahren und musste sich nicht erst durch den dichten Uferwald schlagen. Zum Beispiel konnte man so sehr einfach Handel betreiben. Das hat man gemacht mit solchen Einbaumbooten. Die waren bis zu 12 Meter lang. Und auch heute noch findet man überall im See Reste davon. Und keiner kennt sich hier besser aus als Gunter Schöbel. Er leitet das Pfahlbaumuseum. Das war eine Gemeinschaftsleistung eines ganzen Dorfes. Wir gehen von sehr komplex organisierten Gesellschaften aus, mit arbeitsteiligen Systemen, Spezialisten, Handwerkern. Aber bei solchen Aufgaben standen sie alle zusammen. Im Winterhalbjahr vornehmlich, wenn der Wasserstand niedrig war, wurden auf einmal 4 bis 5 Häuser gebaut. Sie hatten einen Plan im Kopf. Sie wussten genau, wie groß die Siedlung werden muss und waren dann in 3 bis 4 Jahren mit ihrem Werk fertig. Jetzt ist ja Holz und Wasser nicht die beste Kombination. Das kann schnell mal kaputt gehen. Wie lange standen die Häuser denn damals? Kommt auf die Holzart drauf an. Das Beständigste ist das Eichenholz. Und wenn die Häuser mit Eichenholz gebaut sind, halten sie gut 15 bis 20 Jahre. Und danach hat man sie einfach noch mal neu gebaut oder ist weitergezogen? Wie haben die Menschen das gemacht? Wir rechnen damit, dass damals eine andere Wirtschaftsform vorlag. Das heißt, nicht die Dörfer waren das Wichtige, sondern die Ackerfelder und die Dörfer kreisten um diese. Das heißt, nach 15 bis 20 Jahren zog man einfach um an einen anderen Platz und fing wieder von vorne an. Die Pfahlbauten lassen den Alltag der Bronzezeit wieder lebendig werden. Der Webstuhl, eine Erfindung aus der Steinzeit, wird damals weiterentwickelt. Das belegen Funde von Webgewichten und Spindeln. Und erstmals werden wärmende Stoffe aus der Wolle von Schafen und Ziegen gewebt. Und wir wissen sogar, was damals modisch angesagt war. Etwa durch das berühmte Mädchen von Egtved aus Dänemark. Sie wurde nur 18 Jahre alt. Der raffinierte Minirock aus Wollfäden und der auffällige Gürtel sind erstaunlich gut erhalten. Denn in ihrem Baumsarg herrschte ein Mikroklima, das Stoffe und Haare über die Jahrhunderte konservierte. Ein It-Girl der Bronzezeit. Die Kleidung von Frauen und Männern unterscheidet sich damals in Details. Männer tragen eine Art Kleid und darüber einen wärmenden Umhang. Hosen gibt es noch nicht, aber bereits Lederschuhe mit Mooseinlagen. Und vermutlich war die Kleidung mit Pflanzenfarben bunt gefärbt. Auch auf die Lebensverhältnisse von Frauen werfen archäologische Funde ein neues Licht. Im Lechtal in der Nähe von Augsburg wurden die Knochen von über 400 Männern und Frauen entdeckt.
Sie waren in einem Zeitraum von 800 Jahren neben ihren Gehöften bestattet worden. Die Forschenden verglichen den Grad der Verwandtschaft mit den Beigaben im Grab. Für Männer waren es Waffen aus Bronze, für Frauen aufwendiger Schmuck. Dem Archäologen Philipp Stockhammer ist es gelungen, mit Hilfe der Toten Stammbäume zu rekonstruieren. Wir haben Gräberfelder untersucht, die zu jeweiligen Bauernhöfen gehört haben, weil uns einfach interessiert hat, wie haben diese Menschen in diesen Bauernhöfen in der frühen Bronzezeit gelebt. Was wir gesehen haben, dass die Männer, die in diesen Gräberfeldern bestattet waren, über viele Generationen, 5 Generationen miteinander verwandt waren. Also Großvater, Vater, Sohn und so weiter. Und die hatten oft dann auch alle einen Dolch im Grab. Also man hat gesehen, die waren über eine lange männliche Linie miteinander verwandt. Männer der frühen Bronzezeit bleiben also am Ort und vererben den Hof. Ihren Besitz geben sie an ihre Söhne weiter. Der Wohnort des Mannes spielt nun eine bestimmende Rolle in der Familienstruktur. Durch dieses System gewinnen Männer an Macht und Ansehen. Und was ist mit den Frauen? Bei den Frauen konnten wir sehen, dass keine der Mütter in diesen Stammbäumen irgendwelche Vorfahren im Lechtal hatte. Und umgekehrt waren alle Töchter, die wir in diesen Stammbaum hatten, die waren gestorben, bevor sie das 17. Lebensjahr erreicht haben. Man kann sehr schön sehen, dass also quasi ein Sohn, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, hat er eine Partnerin von außerhalb bekommen. Und alle Töchter, die das 17. Lebensjahr erreicht haben, haben das Lechtal verlassen müssen. Die jungen Frauen müssen an den Hof ihrer zukünftigen Ehemänner ziehen. Meist ist es ein Abschied für immer. Vermutlich gab es bereits ein etabliertes System, über das die Bräute verteilt wurden. Forschende können die mobilen Frauen ab der Bronzezeit für viele Gesellschaften in Europa nachweisen. Also ich muss sagen, ich finde das total schrecklich. Wenn ich meine Töchter jetzt mit 17 Jahren weggeben müsste, das ist unvorstellbar. Dann sieht man sie ja nie wieder. Es war natürlich schrecklich, ja. Also das muss man so sehen. Und das Ganze hat aber über 700 Jahre Bestand. Das heißt, es war nicht so, dass man sich überlegt hat, will ich nicht. Sie mussten. Sie hatten keine Wahl, ja. Das System nennt man Patrilokalität. Also die Frau kommt in das Gehöft des Mannes. Und es war natürlich wichtig, weil auf die Art und Weise hatte man die Möglichkeit, weiträumige Netzwerke zu bilden. Netzwerke der Verwandtschaft. Die Forschenden wollten auch wissen, woher die Frauen im Lechtal kamen. Dafür wurden ihre Backenzähne untersucht. Im Zahnschmelz lagert sich bis zum 17. Lebensjahr die chemische Signatur des Bodens ein, auf dem ein Mensch gelebt hat. Diese Information bleibt dort wie in einem Tresor verschlossen und kann auch nach mehr als 4000 Jahren noch entschlüsselt werden. Das Ergebnis? Einige der Frauen kamen auch aus der Gegend von Halle, dem Reich von Nebra. Sie bereicherten nicht nur den Genpool ihrer neuen Gemeinschaft, mit ihnen kam auch das Wissen der Bronzeherstellung ins Lechtal. Aufgrund der wertvollen Grabbeigaben weiß man, dass die zugezogenen Frauen sehr geschätzt waren und in der Hierarchie der Sippe ganz oben standen. Die ganze frühe Bronzezeit macht mobil. Rohstoffe und Luxusgüter werden über immer größere Distanzen gehandelt. Ein globaler Wirtschaftsraum entsteht. Bernstein wird von der Ostsee über das Reich von Nebra sogar bis nach Ägypten und Mesopotamien transportiert. Und umgekehrt gelangen blaue Glasperlen von hier bis nach Dänemark. Beweise für die weitreichenden Kontakte der Fürsten. Nach vielen Monaten ist auch der junge Fürst in die Region von Halle zurückgekehrt. Er hat ein Abenteuer hinter sich, das für die Menschen seiner Zeit so außerordentlich gewesen sein muss, wie heute eine Reise zum Mars. Im Gepäck hat er nicht nur exotische Geschenke, sondern auch fantastische Geschichten. Und das fortgeschrittene Wissen des Orients. Vielleicht hat er von den Bewegungen der Sterne und des Mondes erzählt und wie die Astronomen in Babylon das Jahr gegliedert haben.
So oder so ähnlich könnte sich die Geschichte zugetragen haben. In jedem Fall zeugt die Himmelsscheibe von Nebra von einem Wissenstransfer zwischen Orient und Okzident. Und das bereits vor fast 4000 Jahren. Über Generationen hinweg verleiht sie einer Dynastie religiöse Legitimation. Und Macht. Denn mit ihrer Hilfe lässt sich auch ein verlässlicher Kalender berechnen. Offenbar waren in der Bronzezeit zwei Kalendersysteme in Gebrauch. Der Mondkalender mit 354 und der Sonnenkalender mit 365 Tagen pro Jahr. Durch den Unterschied von 11 Tagen liefen die beiden Kalender immer weiter auseinander. Und damit auch die Termine für religiöse Feste. Das bedeutet, von Zeit zu Zeit mussten die beiden Kalender synchronisiert werden. Und genau dazu könnte die Himmelsscheibe gedient haben. Grundlage für diese Annahme ist die Darstellung des Sichelmondes in Bezug zu den Plejaden, diesem auffälligen Sternhaufen am Nachthimmel. Sonnen- und Mondjahr waren ungefähr synchron, wenn im Frühjahr eine dünne Sichel bei den Plejaden erschien. War sie aber schon breiter, dann musste ein Schaltmonat eingefügt werden. Das war alle 3 Jahre der Fall. Genau diese Konstellation wird auf der Himmelsscheibe festgehalten. Die Himmelsscheibe wird für eine lange Zeit zum Symbol für die Macht der Herrscher von Nebra. Dann, etwa 1600 vor Christus, macht sich der letzte Fürst auf den Weg zum Mittelberg. Gemeinsam mit seinen Priestern wird er das Bronzeobjekt in der Erde deponieren. War es ein ritueller Akt, um die Götter gnädig zu stimmen? War der Grund eine Epidemie wie die Pest? Eine Klimakatastrophe oder kriegerische Konflikte wie im Tollensetal? Wir wissen es nicht. Nur eines ist sicher. Mit der Scheibe verschwindet auch das Reich von Nebra im Dunkel der Geschichte und taucht erst heute wieder auf. Bronze hat die Geschichte der Menschheit entscheidend geprägt. Die Bronzezeit beweist, dass der Mensch großartige Dinge hervorbringen kann. Bronze ist eine tolle Erfindung, aber sie hat ein neues Ausmaß an Gewalt in die Welt gebracht. Stellt sich die Frage, ob jede Innovation immer ein Segen ist? Darüber lässt sich streiten. Der Mensch hat es in der Hand, Dinge ins Gute oder ins Böse zu wenden. Das war in der Bronzezeit nicht anders als heute.